Come on, come on. Oh nein. Ja! Hey, willkommen zu einer Folge von Steel Circus. Das ist ein Spiel, das befindet sich in der geschlossenen Alpha. Das heißt, dieses Spiel ist in einem extrem frühen Stadium der Entwicklung. Und es ist das allererste Mal, glaube ich, dass überhaupt Menschen dieses Spiel spielen können. Und deswegen, ich kann euch leider keinen Key für dieses Spiel organisieren, wenn ihr es interessant findet. Und dieses Spiel ist im Grunde eins dieser Fun-Fußballspiele. Ich weiß nicht, ob ihr euch daran erinnern könnt oder auch nicht. Am Anfang der 2000er gab es ganz viele von diesen Fun-Fußballspielen. Sega Soccer Slam, Mario Football. Und das hier geht wohl so ein bisschen in die Kerbe davon. Ich habe gestern schon ein paar Runden gespielt. Die waren ein bisschen unbalanciert, meiner Meinung nach. In beiden Spielen habe ich extrem auf den Sack gekriegt. Also kann sein, dass es problematisch wird. Aber ich würde dem Spiel schon viel Potenzial zurechnen. Es ist nicht nur ein Fußballspiel. Also mit Fußball hat dieses Spiel hier gar nicht so viel zu tun. Es gibt Superfähigkeiten. Der Roboter zum Beispiel kann eine Wand errichten. Der kann Raketen auf Gegner schießen. Yo, es geht los. Es hat nur 1000 Jahre gewartet in der Suche. Sonst können wir schon sehen, was wir machen können. Jeder Held hat zwei verschiedene Skills. Man kann den Ball werfen. Man kann ausweichen, man kann deckeln, es gibt eine Lebensanzeige, es gibt eine Ausdaueranzeige. Und was ich gelernt habe beim Spielen ist, dass es wirklich wichtig ist, einfach einen Menschen zu haben, der einfach ein bisschen weiter hinten verteidigt. Das werde ich jetzt im ersten Spiel machen. Im zweiten werde ich versuchen, Tore zu machen. Aber im ersten Spiel werde ich versuchen, defensiv zu spielen. Und dafür ist der Roboter gar nicht schlecht, weil der kann halt eine Mauer errichten. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ein Torwart, der eine Mauer errichten kann, hört sich relativ gut an. Okay, los geht's. Ihr seht schon, da ist ein Bumper überall, da kann man den Ball gegenschleudern. Ich bin gespannt. Hallo, wir sind der Roboter. Ich drehe mich im Kreis. So, und unten haben wir unsere Superfähigkeiten, die sind erst in 20 Sekunden bereit. Und ich kann den Punch nach unten. Pam! Oh Gott. Pam! Pam! Dass man nicht dauernd gepuncht wird. Weil sobald du einmal gepuncht wirst, ist der Ball halt weg. Man kann Ausweichmove machen. Okay, das war super knapp, das war viel dort. Okay, pass. Nein, nein, Bro, Bro, du hättest passen. Oh, die haben ihn ja ultra verpauen. Okay, jetzt habe ich auch die Fähigkeiten, weil ich kann jetzt eine Mauer platzieren. Wir sind Team Rot. Okay, okay, okay. Oh, der Bounce. Der Bounce. Oh, schade, schade, schade. Komm. Ran da. Ran da, pass, pass. Oh, okay. Komm, ran da. Pass nach vorne, pass nach vorne. Okay. Mein Teammate will nicht so richtig passen. Die wollen sich einfach nur... Okay, was macht ihr? Wollt ihr euch einfach nur prügeln oder... Ich passe nach hinten zum... Teammate, hallo, willst... oh nein, er ist gestunt. Ich mach mal eine Wand. Komm, pass nach vorne, der ist ganz frei. Ja, nice. Drauf da! Drauf da! Yes! Randa! Okay. Die haben gechoked. Und ich habe meinen reinknispern können. Ich habe aber nur zwei Lebensbalken. Und wenn die weg sind, also wenn ich noch zweimal getroffen werde, dann bin ich einfach down. So, ich hau mal nach vorne. Einfach nur zur Sicherheit. So, alles gut. Ich kann auch so einen Schuss abfeuern. Mach erstmal eine Wand. Ich kann hier so einen Schuss abfeuern. Achtung. Pam! Oh, ich hab voll verfehlt. Jetzt habe ich einen Bug und sehe das Symbol noch, obwohl es nicht da ist. Okay, alles gut. Bugs sind dafür da, um akzeptiert zu werden. So, kaputt gehauen. Gut, gut, gut. Es ist chaotisch, aber ich versuch. Oh Gott. Nein. Ah! Oh, der passt war schön. Also ich glaube, in diesem Spiel gibt es ein hohes Skill-Level, was gar nicht so sichtbar ist. Und das Skill-Level ist, wenn man mit Banden Schüsse abgibt. Tor. Ja. Oh, goddammit. Ja, er läuft einfach am Ball vorbei. Ja, ich werde so lange spielen, bis ich meine Runde gewonnen habe. Es hängt halt zu 100% von den Teammates ab. So dumm es klingt. Aber wenn man als Team verteidigt, als Team angreift und nicht einfach eine Mittellinie campt, dann ist es gar nicht so schwer zu gewinnen. Enforcer, er hat 4 Leben, aber nur 2 Speed, also er ist langsam. Er kann Faustdieb machen. Lochlin springt in die Luft. Wieder YouTuber Lachlin. Egal, Lochlin springt in die Luft. Okay, und das andere ist, Lochlin aktiviert seinen Dudelsack, um die Kriegsrunde zu spielen. Diese traditionelle Modi in Multiklicks. Ah! Okay, also meine B-Fähigkeit macht Gegner langsamer. Und meine Y-Fähigkeit macht einen Punch auf den Boden, der die umwirft. Hört sich lustig an. Hört sich lustig an. Ich bin gespannt. Wer hat denn den Ball? Oh, ich hab den Ball. Verdammt, was bin ich für ein Dulli? Ich dachte gerade, hä, wir hatten den Ball. Warum läuft keiner? Aber ich war der Penner mit dem Ball. Welche Farbe bin ich? Ich bin Team Blau. Okay, ich habe gar nichts gecheckt jetzt. Sorry. Ich bin leider dumm. Oh, schön auf den Striker.
Oh, der Pass. Oh, oh, ich hau daneben. Das war das erste Mal, dass ich eine Passstaffette gesehen habe. Wie schön war das denn? Oh mein Gott. Ich habe ihn wieder verhauen. Ich weiß gar nicht, dass Leute passen können. Ich habe das beste Team, was ich jemals hatte. Und ich verhaus. Nein, Team. Bitte. Ich will euer Freund sein. Bitte. Oh no. Oh no. Oh no. Oh nein. Ich habe ein gutes Team. Ich habe ein gutes Team. Das überfordert mich ja komplett. Oh nein. Nein, 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 nein. Ich will nicht der Loser sein. Ich will nicht der Loser sein. Wir verlieren dann wegen anderen, nicht wegen mir. Oh. Okay, so ist er stark also. Oh nein. Mein Team verteidigt auch gut mit allen Leuten. Ja, mein Team ist stark. Mein Team ist stark. Mein Team ist stark. Oh. Wie cool ist denn die Fähigkeit? Dualsack Power. Okay, es hat so einen riesigen Radius. Okay. Pam, der ist mal gepuncht. So. Wäre der reingegangen? Wäre der reingegangen? Pam. Ah, schade. Ich wollte es zu nice machen und zu wenig passen. Mein Team ist gut. Ich würde gerne mehr mit denen spielen. Ich meine, oh, schöner Pass. Schöner Move. Was ist jetzt passiert? Ah, okay. Der Strike hat eine Fähigkeit, dass er die Position tauscht mit jemandem, mit dem er berührt. Das hat er gerade eingesetzt. Deswegen haben wir die Position getauscht. Also, es ist sehr chaotisch. Aber ich versuche das zu kommentieren, dass es noch Sinn macht für die meisten von euch. So, mal nach hinten gesprintet. Ding gepuncht. Autsch, ich wurde gepuncht. Schön, 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 schön. Komm, 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 komm. Drauf. Nein! Oh Gott! So, ich mache ja langsamer. Ich mache langsamer, ihr Trottel. Das ist Schottland, ihr Penner. So. Pam! Oh, es war ein richtiges. Oh nein, schade. Es war ein richtiges Fußrudar. Holy shit. Aber mein Team gefällt mir. Auch wenn wir jetzt auf den Sack kriegen gerade. Mein Team. I like. Schade, fast durchgetankt. Oh, vielleicht können wir es noch durch. Ja! Ja! Ich habe jetzt den Hintermann gemacht. Du musst mir nicht in den Konter laufen. Okay, es funktioniert. Wenn jede Runde so funktioniert, dann kann das so spaßig sein. Ohne Witz. Oh, 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 oh nein, ich muss ab den Gegner passen. Das war nicht gut. Das war nicht gut. Das war nicht gut. Das war nicht gut. Down. So, Fußrudat. So. Ja, Smash nach vorne. Oh, okay. Schön die Fähigkeit eingesetzt mit dem Kreis. Oh, der Bounce. Come on. Oh, schade, der Bounce nicht so gekommen, wie ich wollte. Oh, schade, 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 schade. Oh, der macht so gute Moves. Der hat diese Pirouette gut eingesetzt und alles. Der ist gut. Der Striker ist unser Star. Ist vielleicht bestimmt auch der Entwickler oder sowas, weil der wächst halt wirklich gut. Dualsack Power. Pam. Den einfach einen mitgegeben. Oh nein, nein, ah. Ich hab mich verdrückt. Ich wollte eigentlich mit einem B-Move runterschlagen, aber hab die falsche Taste gedrückt. Oh nein, 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 jetzt haben wir noch eine gute Zeit. Mit Bande? Oh, hat er gehalten. Oh, schön, Druff, Druff. Oh. Ah, nein, 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 das ist einfach nur eine Prügelei. Jetzt einfach nur eine Prügelei. Und jetzt den Ball, jetzt den Ball. Oh, schön. Schön. Autsch. Oh. Oh, ganz knapp. Come on. 9 Sekunden noch. Come on, come on. Oh nein. Ja! Oh mein Gott, das bockt! Das bockt! Also es kann funktionieren, wenn es funktioniert. Es ist ja mega nice. Komm, kein Unentschieden. Komm, kein Unentschieden. Ich wollte Overtime haben. Das hat super Bock gemacht, diese Runde. Okay. Dieses Match gewinnen wir jetzt. Diese Partie gewinnen wir jetzt. Okay, das habe ich komplett gechoked. Ich habe die Pirouette machen wollen und. So, schön. Schade. Tor war leer, aber. Kalkuliert. Bei Rocket League würde ich jetzt spammen. Kalkuliert. Das war ein guter Schuss. Okay. Ja, das gewinnen wir, habe ich gesagt. Bin kein Lügner. Tor gemacht, okay. So, nämlich freigesehen. Schöne Pirouette. Schön. Schön. Schön simpel. Schön simpel, wie es sein soll. Sind alle Gegner jetzt gelieft? Ja. Alle Gegner haben alte 4 gedrückt, oder? Oder ist noch einer da? Ich glaube, einer ist noch da. Kann das sein? Ja, einer ist noch da. Das ist auf jeden Fall Steel Circus
Wenn euch das interessiert, ich habe einen Link zu der Steam-Seite davon wahrscheinlich in die Videobeschreibung gepackt. Match abgebrochen, ja. Es sind alle geliebt, logischerweise. Und ich glaube, das Spiel hat viel Potenzial. Wir hatten ja eine gute Runde, wo mein Team wirklich gepasst hat und alles. Das war super nice. Ich bin gespannt, wie sich das Spiel entwickelt. Kann natürlich auch komplett floppen. Aber ich würde sagen, das hat eine Chance. Das hat eine Chance, was zu werden. Wie seht ihr das? Schreibt mir erstmal in die Kommentare. Und dann sehen wir uns bis zum nächsten Mal. Bis dahin und ciao.